So, da sind wir wieder. Zockertone spielt Lost. Was bisher geschah? Ach ja. Wir müssen den Zeichen folgen, um die Akkus zu bekommen. Die Lok im Wald oder im Dschungel versteckt hat, vor sich selber. Weil wir dachten, der Laptop wäre kaputt. Aber der Akku war ja nur alle. Wir haben ja einen spitzen Ingenieur im Haus, der Said? Uns das, auf der Insel meine ich natürlich. Im Haus? Im Haus, okay. Said, genau, der dann festgestellt hat, oh ja. Der Akku ist einfach nur alle. Oh, da oben war der Sniper Fred. Oh, Sniper Fred, der schießt doch schon. Ja! Ausgewichen. Da ist er. Da ist er lang, Mann. Guck mal da rechts vorbei, geht es außen rum. Die Schussbahn der Projektile berechnen. Wenn ich jetzt... Hoffentlich kommen wir da wieder hin. Ach, zu den Fallen kommen wir... Doch, was ist das da, Brot? Das ist doch eine Falle. Den nächsten Mal... Nee, das gefällt mir nicht, hoffe ich. Nee. Das gefällt mir... Wollen wir da einfach durchrennen, meinst du, das ja, geht? Der ist nicht gut. Das okay, schaffst du, Mann. Ich hätte gerne wieder ein Schild. Mach die Runner's Vision an und dann geht's ab. Da ist das Schild, so. Genau. Sehr spannend. Da war auch wieder ein Schild. Ich krieg auch noch gar nicht mit, wo wir jetzt hinschießen oder ob das ein Knapp war oder nicht. Nicht mal irgendwie ein Einschussloch in der Nähe oder so. Was ist jetzt los? Ja. Weiter, Pfad neu starten? Ja, weiter. Oh. Aber ich weiß nicht, ob es richtig ist. Wir sind auch nicht an den Dingern da vorbeigerannt. Das muss richtig sein. Weiter, okay. Kommt über uns hier so ein Bild. Also, falls ihr euch wundert, wir haben keine Waffen. Weil wir einfach noch nicht... Wir hätten 110 für die Knarre gebraucht, ne? Oh. Da gibt Gummi, der Typ, ey. Ist hier irgendwo das Schild, Mann, Hoffi. Da! Wohin? Nach rechts. Nach rechts. Das nächste Ansehen zeigt es auch wieder irgendwo hin. Okay. Gut. Das Spielprinzip... Voll verstanden, Mann. Scheinen sie durchgezogen zu... Boah, aber renn ruhig weiter. Meinte ich, aber hier ist auch was. Das könnte es auch sein. Nee, oder? Ach nee, das ist ein Zeichen hier. Ja. Nächstes Ansehen. Ja, ich renne dahin, ne? Aber da sah man zum ersten Mal ein Projektil. Da ah, schon wieder, das wird knapp, Hoffi. Aber wieso hat er denn jetzt auf einmal die... Ich hab keine Ahnung. Nächster Bereich? Ja. Okay, da, in die Richtung. Ja. Ist ganz schwer abzuschätzen, wie das hier mit den Bereichen läuft, ne? Also erstmal muss man und sagen... Und mit ganz schlecht abzuschätzen, meine ich, das ist so ziemlich der Beschissenste, was ich je erlebt habe. Die Level sind zu klein. Ja, und dann gar kein Gefühl dafür. Du gehst an einer Weggabelung, auf einmal muss neu geladen werden. Ja, oder man kann von Anfang wieder laufen. Was? Und dann sagen sie, ja, willst du hier wirklich weiter vorhin, als wir das auch weiter mussten? Ja, genau, dann werfen die einem das mehr oder weniger vor. Also als ob man da nicht hinlaufen. Das müssen wir erst leveln. Das müssen wir erst grinden gehen, ja, um da hinzugehen. Aber, sieht gut aus. Oh, die Hedge! Die hat er jetzt schon freigelegt, Alter. Der Lok war ja schon richtig fleißig zu sein. Der hat die Akkus in der Luke versteckt? Vielleicht haben wir die Luke jetzt auch noch zu Flick gefunden. Da, kommt er. Ja, da. Sieht aus, als hätten sie noch eins von meinen Geheimnissen entdeckt. Okay, noch eins. Weil wir sind doch da gefühlt noch nicht mal einen Tag. Und Lok hat jetzt hier schon die Luke gefunden und sie freigebuddelt. Guck dir mal, alleine den Graben! Also da buddelt ja schon alleine. Der hat ja auch keine Schaufel, da buddelt. Das ist unter der Cliffhanger von der ersten Staffel. Ja. Die Zahlen stehen hier nicht ohne Grund. Was bedeuten sie? Vielleicht ein Foto wert? Aber wir haben ja, keine Kamera. Vielleicht. Doch, wir haben doch eine Kamera jetzt. Ach, die haben wir jetzt ja auch im Real Life. Ja, was denkst du denn? Hätte ich gewusst. So, Mann. So sieht's aus. Lass dich auch mal fotografieren. Viereck. Ja, ich dann auch mal auf ihn. Oh. Wo sind denn die Zahlen? Auf der Luke drauf. An der Seite waren die doch, oder? Hier sind sie doch, genau. Zoom, 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 zoom. Oh, ist das aber super sensibel. Wow. Das sind sie. Na, nicht ganz. Was? Nicht ganz? Wie? Dann warum denn das von einer Seite, Mann. Von einer Seite. Wie von einer Seite? Ja, irgendwo stehen die bestimmt auch richtig dran. Da sind es hier doch falsch. Das kann ich besser. Das kann ich besser, aber wir hatten sie doch gerade... Geh mal hier raus aus dem Modus, Mann. Die stehen ja nur einmal auf ihm. Ja, irgendwo stehen sie bestimmt auch lesbar. Nee, oder? Das ist nur die Auflösung, die oder hier die so, Bildqualität, okay. Die das so scheiße macht. Weil die können die auch auswählen. Nicht die ganz viele Kokosnüsse, Mann. Ja, die brauchen wir nicht. Doch, wir wollen ja irgendwann mal die Knarre haben. So, Kamera benutzen. So, jetzt.
So. Dann machen wir. Muss ich näher ran? Also mit normal dieses Schärfe macht man mit RB, aber das haben wir hier aber nicht angezeigt. Ne? Nee. Ausschnitt? Ja, nicht ganz. Muss man weiter rauszoomen? Oder noch näher ran? Er knipst, er punktet. Wow! Obwohl man jetzt auch die 15 besser sehen kann, muss ich tatsächlich mal sagen. Also man. Und was hat es jetzt gebracht? Jetzt haben wir die Zahlen fotografiert und jetzt können wir das bestimmt bald in unsere Erinnerung abrufen. Okay. Du bist voll drin, merke ich. Ja, warum auch immer wir diese Zahlen im Vorfeld vielleicht schon kennen, aber wir sind ja hier scheinbar voll in dem Plot. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen über die Akkus. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Was sagt Locke? Zu den Akkus? Ja, magisch an, nicht wahr? Ich dachte, sie wollten mir die Akkus geben. Ja. Kommen Sie mit. Ah. Aber da sind auch Kokosnüsse, Mann. Geben Sie mir nur die Akkus, Mann. Hier entlang. Okay. Wo sind die Kokosnüsse? Nein, kommen wir nie wieder hin. Ich merke schon, du willst das Spiel ohne Waffen spielen, ne? Das soll erstmal ein waffenloser Run werden. Also ich werde gleich, wenn ich den Controller habe, werde ich alles verkaufen, was wir haben, und werde Sawyer erstmal die Waffe abnehmen. Ja, und dann... Scheiß auf Fackeln, scheiß auf Kokosnüsse. Ja, aber wer weiß, ob wir so eine Fackel nicht nochmal brauchen. Das meinst du doch eh nicht ernst, ne? Ich weiß es mal. Ich wollte auf den Scherz eingehen. Versuchen Sie, Ihre Fackel zu schützen. Wenn Sie durch Fledermäuse oder... Ah! Brennt sie schneller ab. Das heißt, wir müssen dann schnell reagieren, wenn wir Fledermäuse hören, und schnell die Fackel ausmachen, oder was? Ist das stressig, Mann. Aber diese Fledermäuse kommen so schnell. Ja, und dann brauche ich auch wieder eine Stunde, um die Fackel anzumachen. Ja, und da hat er auch gerade gestanden, je länger man dunkel ist, je länger es dunkel ist, desto eher kommen dann böse Viecher. Wie du schon vermutet hast vorhin. Bleiben Sie nicht zu lange ohne Lichtquelle im Dunkeln, die Gefahr wird schnell aus dem Dschungel emporkriechen. Gefahr? Wo nennen Sie es? Meinst du? Ich dachte, das ist vielleicht einfach nur... Ja, ich denke mal jetzt auch mal ganz allgemein die Gefahr. Aber bisher haben wir ja nur eine Gefahr gesehen. Obwohl, der Typ mit dem Sniper da... Was sitzt der überhaupt in seinem Baumhaus? Ich habe in allen Lost-Folgen noch kein Baumhaus gesehen. Also so ein Plateau, so eine Aussichtsplattform. Also vermuten mal, der gehört zu derselben Gruppe wie die Leute, die uns gepiekt haben. Er hat mich auch gepiekt. Beste Dialog ever. Ja, mich auch gepiekt. Vielleicht können wir doch Kokosnüsse mal. Wo ist die Kokosnüsse? Da, jetzt Papayas. Die geben so wieder mit. Nee, die geben weniger Kokosnüsse. Dann rennt jemand mit der Fackel weg! Ich kann die Papaya nicht nehmen. Wir sind voll. Sie hat keinen Platz für diesen Gegenstand. Scheiße, wir müssen das Zeug verkaufen, in teure Sachen umwandeln. Ja, wer war denn das da gerade da weggelaufen? Ist mal von einem? Das war doch bestimmt Locke. Aber unser Inventory ist voll, Mann. Was machen wir denn jetzt? Wollen wir Schnellreise zum Strand machen? Ich weiß nicht, wie das geht. Das ist schon mal nicht. Vielleicht in unserem Buch. Selectamente. Aufgabe. Das sind Aufgaben. Thailand Dschungelnavigation. Laufen Sie zu einer Markierung und drücken Sie A. Sie zeigt dann zum L. Runter, links, rechts, oben. Nee. Ich hab da Axt, Mann. Die meinten doch, wir sollen nur ins Menü gehen und dann dahin. Oder meinten die damit ganz das Spielabschnitte? Oh, schlecht. Wir reden jetzt mit Locke. Mann, dann können wir halt erstmal keine Kokosnüsse mitnehmen. Verdammt, Axt, Mann. No, was ist in dieser Höhle? Das vermutet mich richtig. Ja, ich muss ehrlich sagen, mir gefällt es auch nicht so gut, aber da gibt es uns bestimmt vielleicht. Tauschen! Der tauscht mit uns! Ja, vielleicht will ich. Ja, das ist schon mal gut, da können wir schon mal den Crap loswerden. Weil die sind auch $10 bei ihm. Aber kriegen wir vielleicht auch Geld. Wenn wir einfach Geld kriegen, dann ist er gut. Das wäre eine Möglichkeit. Ich denke mal, da lockert Cash, die haben alle Cash, sonst wäre das. Versuchen wir es, okay? Ja. Ich könnte Handel bestätigen. Ah, nee, muss tauschen. Dann sagen, geht echt nur ein Tausch. Ja, dann müssen wir erstmal das Wertvolle da. Dann müssen wir was teuer. Wollen wir uns so ein Öltinger. Genau, kaufen? Gegen 10 Kokosnüsse. So sieht's aus. Haben wir wieder einen Slot frei? Zwei sogar? Ja. Nee, einen, okay, mein Fehler. Mhm. Bam. Kein Gegen. Naja, okay, das war jetzt ein. Und. Tschatschi! Einen, ja, ist gewusst und bestimmt. Ja, alles Ihnen. So, wollen wir dann vielleicht nochmal. Weil die kann man ja stapeln. Könnten wir zum Beispiel, diesen $1 wert, ne? Hätten wir die mal verkaufen sollen. Wir können natürlich auch nochmal die ganzen Früchte verkaufen und noch eine Fackel mitnehmen. Verkaufen wir nochmal alles, was wir da haben. Zumindest die ganzen gelben Dinger da. Ja, genau.
Oh, jetzt habe ich aber nur 5 verkauft. Und 4 davon? Ja. Dann holen wir uns eine Fackel dafür. Also wir machen auch Geschäfte, da kann keiner ablehnen. Da könnte man ein eigenes Let's Play drüber machen, über dieses, über dieses Handelssystem. Ja, das ist echt krass. Geil, das ist ein ganz eigenes. Wenn wir erstmal Barter aufgebaut haben, ey, dann gehen wir richtig ab. Das ist eine ganz eigene Ökonomie, die sich selbst entwickelt. Wasser, brauchen wir Wasser für irgendwas? Vielleicht später dehydrieren wir? Spielen wir Hardcore-Modus? Wie bei Fallout New Vegas? Nein, da ist die Tante in dem Polunder. So heißen die Dinger. Nicht schlecht, Digga. Wir haben in der letzten Folge, glaube ich, noch danach gesucht. So, ich equip mal sicherheitshalber. Kamera, Mann. Die Kamera? Ja, wenn sie so einen unendlich langen Blitz hat. Ja. Neue Aufgabe, Mann. Licht. Lucht. Jetzt wird's unheimlich. Rennt sie rum. Wie hieß sie? Lisa Gellhorn, ne? Ja, aber wir haben immer noch nicht im Spiel herausgefunden, wie wir heißen, ne? Nee. Wir wissen es ja. Ich habe später vergessen, wie wir heißen. Den Vornamen war sie noch. Okay. Spoiler mich nicht. Ich sag nur, das Schmund für Monster. Okay. Sag mir nichts, ich ignoriere diesen Kommentar. Und renne. Sagt das Schmunzelmonster nichts? Im Moment sagt sie mir nichts. Bla bla bla, das Schmunzelmonster? Wo kommt das denn her? Nein, die Fledermäuse! Ah, okay, wieder tut das meinte. Ich hab eben aus, was kann denn das Schmunzelmonster? Kennst du das nicht, das ist so ewig alter Film, so hat man so als Kind geguckt. Aber ich darf ich jetzt den Namen verraten, oder nicht? Ist mir wurscht, wer ist er denn? Elliot. Elliot. Wie ist denn Elliot? Und es gab doch Elliot das Schmunzelmonster, vom Drache war das. So Realfilm mit. So Loch Ness-mäßig? War das Loch Ness? Oh, eine Fackel. Nee, Loch Ness war es nicht. Da gab's ja auch so einen Film mit so einem Kind, was das Nessie-Monster findet. Aber das war nicht das Nessie-Monster, sondern so ein Drache, oder? Okay, ja doch, dann, ich glaube, dann kenne ich doch den Schmutzeldrachen da. Doch, so langsam, dämmert das, ja. Ist aber auch eh kein Nähe, keine Ahnung. Richtig, war nicht mehr in meinem vorderen Cortex gestorben. Dann mach ich's aus, ne? Aber schnell wieder an, ne? Ist die Frage, wird das jetzt auch nachdem wir so durchlaufen? Das schnallt das Spiel. Weil das wäre schon behindert. Blöd. Wenn man das immer wieder de-equippen müsste. Diesmal haben wir keine Pfeile, die uns den richtigen Weg weisen, Hoffi. Nee, das ist jetzt hier schon ein anderer Kreis, ne? Das ist ja richtig Trick 17. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja? Ja? Das ist Knorke, Mann. Eine Fackel ist auch alle. Ja, dann kann ich auch durchlaufen. Ja. Mit Style. Nachladen! Ja, wie er dann auch anzeigt, er holt aus dem Koffer und die Fackel raus. Da waren wir Fledermäuse. Irgendwas fliegt doch da oben lang, oder sind das? Du hast recht, das sind. Ja, aber jetzt kommen sie ab. Okay, cool. Haben wir gut abgepasst. Nein! Ich mach's aus. Aber wenn es eh ausgeht. Ja, also. Ich versteh's gerade nicht so mit den Fledermäusen. Vielleicht machen die nur mal aus und da sorgen dafür, dass es mal dunkel ist. Kriegst du sie jetzt wieder an? Im Moment irgendwie nicht. Komme ich da jetzt nicht weiter? Weil das ist hier endloser Spawn von Fledermäusen. Oh, nerv mich nicht! Neue Aufgabe, geh in die Höhle. Locke testet mich. Er will mein Gedächtnis auf die Sprünge helfen, was ich hier wohl finde. Das erinnert mich wieder so an Meister Yoda. Hm? Auf Dagobah. Diesmal habe ich auch einen richtigen Planeten. Na, weißt du noch, wir fliegen. Ah, Lando. Lando das System? Nein. Lando ist kein System. Lando ist ein Mann. Lando Calrissian, Mann! Und wo geht's hier? Ach so, hier geht's gar nicht weiter. Okay. Wo kamen denn die Fledermäuse alle her? Aus einer Wand? Scheinbar schon. Super Nerv. Und wir mal. Okay. Dann. Ich hab keinen Bock, wenn mir jetzt hier die Fackeln alle geben. Dann können wir auch hier dieses komische Spiel erspielen, was alle spielen wollen. Ja, aber wenn die Fackeln alle gehen, sind wir eh tot. Darauf wird es hinauslaufen. Also hier müssen wir. Ah! Da unten steht sie doch, die Bitch. Das ist Lisa Gellhorn. Eine ehemalige Mitarbeiterin von uns und offensichtlich eine Fotografin, Schrägstrich, Reporterin, ne? Weil wieso kommt man den Nachnamen so krass vor? Ja, Gellhorn sagt mir auch irgendwas. Aber nicht aus der Serie. Nicht direkt, aber irgendwie. Vielleicht irgendein deutscher Politiker? Oh, mit Lisa reden. I. Ja, aber immer noch hübsch. Was auf dieser Insel ohne Grund passiert.
Und weg ist sie. Nichts ist ohne Grund passiert. Oh, hier brauchen wir auch die Fackel nicht. Und herunterspringen, diese Ehre überlasse ich dir. Oh, geil, ich darf irgendwo runterspringen, Mann. Erste Mal, dass wir das überhaupt machen. Mann. Erste Mal. Premiere. Und du darfst es tun. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Wir sehen uns wieder, wenn Zeit Soccer Zone spielt Lost. Over and out. Ja, Mann.